Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Und wer meinen Kanal nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt's alles rund um das Thema VR, egal ob Gameplay, Hardware-Videos, News-Sendung, die jeden Dienstag 2015 startet. Und ja, falls ihr den Kanal halt noch nicht abonniert habt, noch nicht kennt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ein Like raus auf das Video wäre auch echt nice. So steige ich weiterhin im Ranking, wenn euch das hier gefällt. Und ja, das nutzt uns dann allen was. Und heute habe ich euch ein Spiel mitgebracht, das nennt sich Powder VR. Und ja, hat was mit Snowboard-Skifahren zu tun. Und wir können uns aussuchen, ob Snowboard oder Skifahren. Und ist ein Early Access-Titel. Und ich habe es jetzt schon längere Zeit auf dem Zettel und bin echt noch nicht dazu gekommen. Und ja, ich hatte die Idee gestern, als ich das Video aufgenommen habe, okay, ich ziehe einfach mal meine Winterklamotten an. War eine schlechte Idee, würde ich sagen. Eine scheiß Idee, um genauer zu sagen. Und es war verdammt warm, es ist anstrengend. Und also es ist so eine Art ja, Geschicklichkeitsgame, aber auch ein Workout. Denn wir müssen echt immer sehr viel unsere Stöcker, sag ich mal, bewegen und damit unsere Arme. Wir müssen in die Knie gehen und wieder hoch und wieder in die Knie. Also es hat schon ein bisschen was mit Workout zu tun. Auch die Bewegung, die wir immer machen, links, rechts, um die Kurven zu gleiten. So die Steuerung funktioniert echt gut. Ich habe es noch nicht so wirklich raus mit den ganzen Tricks, die man machen kann. Also das war jetzt eher so ein First-Impression-Video. Ich habe es vorher mal 20, 30 Minuten getestet, um ein bisschen wenigstens was zu zeigen. Und mehr bin ich jetzt noch nicht in das Spiel eingestiegen. Und ich finde es echt cool, die Geschwindigkeit kommt sehr gut rüber. Leider habe ich aber das Gefühl, dass das Spiel ein bisschen, ja, nicht so mega flüssig läuft. Ab und zu mal und das nimmt ein bisschen was an, Immersion raus. Ansonsten gefällt mir das vom Spielprinzip ganz gut. Wir haben einfache Hitpoints, die wir treffen müssen. Wir haben kleine Rennen und wir haben auch einfach nur Explore-Bereiche, wo wir einfach nur Skifahren können. Also da gibt es verschiedene Modis, die ich noch nicht alle ausprobiert habe. Ski hat mir bisher besser gefallen als Snowboard. Also das können wir uns auswählen. Wir können Sachen freischalten wie Klamotten, Skier, Snowboards und so weiter. Das können wir uns alles freischalten mit der Zeit. Und lasst uns einfach mal kurz auf die Steam-Seite schauen. Wie gesagt, ist ein Early Access-Titel, ist momentan in 0.8er Version. Irgendwas stand das im Spiel gestern. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich hier was finde dazu. Jetzt nicht auf Anhieb. Ja, kostet auf jeden Fall 16,79 €, ist im Dezember 20 erschienen, also auch noch nicht so lange. Und deshalb nehme ich so kleine Sachen erstmal raus aus der Bewertung, wie es läuft nicht ganz flüssig, weil ein Early Access Titel, da kann das halt passieren. Es ist ein Spiel, was verdammt schnell ist. Also wir haben da teilweise 140 Meilen pro Stunde drauf und also das ist das, was uns angezeigt wird. Und je nachdem ist der Bildaufbau natürlich auch relativ schnell und zügig. Und ja, ich denke mal, die optimieren das noch weiterhin. Grafisch ist es jetzt nicht so das Meisterwerk, sage ich mal. Also ich bin jetzt nicht wirklich mega überrascht von der Grafik. Also sehr einfach gehalten das Ganze, meiner Meinung nach. Aber dafür funktioniert die Steuerung verdammt gut, muss man einfach sagen. Also ich hatte jetzt keine großen Probleme. Man hat ein cooles Tutorial, wo man so ein bisschen eingewiesen wird in die ganzen Sachen. Da habe ich mir das Ski-Tutorial angetan und das Snowboard-Tutorial noch nicht. Deshalb ist mein Snowboard-Skill auch noch nicht so wirklich gut. Mir hat es ganz gut gefallen. Wie immer wäre Multiplayer hier nice und ihr könnt euch auch eine Demo runterladen, könnt ihr euch das mal anschauen und testen, ob das was für euch wäre. Ja, alle Brillen werden so unterstützt, die gängigsten Brillen und natürlich so sollte man das im Stehen spielen. Da macht keinen Sinn, wenn man wirklich im Sitzen das macht, weil man sich echt gut bewegen muss und das ist auf jeden Fall ein Titel, den ich gerne im Auge behalten würde, wenn es da wirklich gute Updates gibt. Besonders was die Performance angeht, würde ich das gerne nochmal testen. Wie gesagt, erstmal macht es einen vernünftigen Eindruck für eine Early Access. Mehr kann ich da jetzt zu noch nicht sagen. Das Ganze kostet 16,79 €, ist jetzt kein mega hoher Preis und
Ich würde aber erstmal sagen, das spricht erstmal Leute an, die wirklich auf solche Spiele stehen, die gerne Skifahren und ja sowas in VR auch gerne erleben möchten und die eventuell auch sogar dabei ein kleines Workout haben möchten. Ich habe eben was gelesen noch, Wingsuit Update, und da habe ich noch nichts zugefunden in dem Spiel. Müsste man mal schauen, wann das kommt, oder ist es schon drin? Das müsste man sich nochmal genauer anschauen, so wie es aussieht. Ja, sollte es schon drin sein, habe ich jetzt in dem Spiel, ist mir das ein bisschen entgangen. Aber gut, das soll jetzt ein First-Impression-Video sein. Von den Maps her, Wingsuit würde echt passen, weil man hat teilweise echt sehr einen sehr steilen Berg, wo man runtergleiten kann dann, und ja, würde passen. Es gibt einige Maps. Ja, da kann man mit Sicherheit auch seinen Spaß haben. Muss ich mir beim nächsten Video dann mal genauer anschauen. Wenn es mal ein größeres Update gibt, werde ich dann nochmal ein Video zu machen. Das erstmal jetzt als erstes für euch. Und ja, schaut euch das Gameplay einfach an. Mich würde natürlich interessieren, ist das Game auch was für euch? Gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Game findet, was ihr davon haltet. Und ja, was ihr zu meinem Skill sagt, mein nicht vorhandenen Skill, was Skilaufen angeht. Also ich bin noch nie wirklich Ski gefahren. Von daher, ja, musste ich das jetzt in VR das erste Mal machen. Ja, Leute, jetzt viel Spaß beim Gameplay und ja, gleich seht ihr den VR-Sebastian. Viel Spaß. So, Leute, willkommen bei Powder VR. Und ja, um das so realistisch wie möglich zu gestalten, habe ich meine Winterklamotten angezogen, und es könnte ein bisschen knacken und Töne machen, die man so von diesem Stoff kennt. Aber Hauptsache, ich friere nicht, mir ist warm, und ja, das ist eigentlich alles. In Powder VR haben wir die Möglichkeit, mit Skiern zu fahren oder aber auch mit dem Snowboard. Mir gefällt jetzt Ski besser als Snowboard. Ich habe aber auch noch nicht so lange mit dem Snowboard hantiert, sage ich mal. Und ja, wir haben hier die Möglichkeit, Optionen zu machen oder in die Option zu gehen. Wir haben Preferences, ja, wie schwer der Gegner sein soll. Metrische Units können wir einschalten. Quick Turnaround, 45 Grad, also dieses Snap Turn. Movement Mask, ich denke mal, das ist dieses, ja, dieser Tunnelblick, wenn man sich bewegt, habe ich ausgeschaltet. Controller Rumble kann man einschalten. Trick with Grab Button, also hier haben wir nochmal, wenn wir mit dem Grab Button hantieren, können wir irgendwelche ja, Tricks ausführen. Das können wir nochmal anklicken. Ja, Grafikeinstellungen haben wir hier, ne? Lasse ich jetzt erstmal standardmäßig. Dann haben wir hier nochmal Simulation, wie viel Assistance, also wie viele Assistenten wir eingeschaltet haben. Ne, hier haben wir nochmal ein paar mehr. Und ja, hier haben wir nochmal die Controls. Ja, Credits brauchen wir jetzt nicht. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal bei World Tour. Und ich habe hier schon mal zwei Sachen gemacht und habe auf Beginner gespielt. Das machen wir jetzt aber nochmal von vorne, Stage 1. Und hier haben wir nochmal ein paar Sachen, die wir einstellen können. Hier im Spiegel können wir uns beobachten. Haben wir hier einmal ohne Helm, mit Haaren. Und einfach, ich glaube, ein Tuch ist es. Ah, guck mal, das sind da mal Locken hier. Boah, ich hab wieder Haare. Ich hab wieder Haare. Yes! Okay, das sieht doch mal geil aus. Ich glaube, das nehmen wir. Komm, den nehmen wir. Also hier haben wir noch mehrere Möglichkeiten. Wir können auch Sachen freischalten, ne? Ich lasse die Jacke an, weil es ist kalt. Hier haben wir die Möglichkeit, ja, Farben einzustellen für die Klamotten. Sieht jetzt nicht so mega geil aus, muss ich sagen. Aber gut. Wir können es einstellen, ne? Komm, wenn wir gelb anziehen, und haben wir auch gesehen, wenn wir irgendwie in eine Lawine oder so reingeraten, ne? Hier haben wir die Farben von den Handschuhen. Oh, machen wir hier mal eine ganz coole Farbe. Your suit none. Okay, wir haben keinen Anzug an, scheinbar. Dann können wir uns hier die Skier aussuchen. Wir nehmen die mal, glaube ich. Das sind die, die ich eben noch freigeschaltet hatte. Und ja, hier haben wir nochmal Set Floor Height. Das können wir hier den Untergrund einstellen und Calibrate. Dann bleiben wir einfach nur gerade stehen.
Und das machen wir jetzt und dann geht's auch schon los. Okay. Ich stehe und muss Trigger drücken. Also man muss dann wirklich in diesen Kegel stehen. So. Jetzt sind wir im Zelt. AM, Mount Stiomi, Dawn Camp. Time to go. Giddy up and get in your gear. Wie kann der an dem Zelt klopfen? Passt nicht so ganz. Okay, wir sollen unsere Ausrüstung schnappen. Das machen wir jetzt auch mal. Rucksack, Medikit, Funkgerät, Wasser oder Alkohol. Wer weiß, was er da trinkt. Und ja, dann los geht's. Alright, the crew is still setting up, but the sun has come out and it's time to ride. Okay, grafisch ist das jetzt nicht der Oberburner, sag ich mal, ja. Go ahead, it's new powder and it's all yours. Die Figur sieht komisch aus, das Feuer bewegt sich nicht so wirklich gut. Okay. So, hier haben wir ein P. Wie weit hier drauf? Ah, Tiefschnee, okay. Okay. Hier können wir jetzt runter, glaube ich. Genau. Oh. I'll be in your ear, giving you advice as we go. Try and loosen up. Have fun out there. I'll see you at the bottom. Also wie wir uns bewegen, so bewegen wir uns auch im Ski, ne? Wie wir sehen. Mit Trigger können wir springen. Also hier, ich glaube, in diesen Szenen können wir dann irgendwelche Tricks ausführen, ne? Bin ich jetzt aber nicht so gut drin, glaube ich. Ja, grafisch ist das halt sehr... Ja, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Behelfsmäßig vielleicht? Wow! By holding down the trigger and releasing it. You'll have to jump over the river to complete the run. Try to release just as you reach the arrows at the end of the run. Komm! Looks like you're ready to dominate every course from here to Houston. Also das Spiel legt halt mehr Wert auf dieses Skisimulationsmäßige und nicht unbedingt auf die Grafik. Okay, wir sind im Helikopter. Okay, Trigger und dann geht's auch schon los. Okay, hier müssen wir jetzt einfach diese Checkpoints erwischen. Und dann halt die beste Zeit rausfahren. Ich meine, richtigen Skiposition hier. Boah, das hat echt ein Feeling von mega schnell, sage ich mal. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen, ja, unrund läuft. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Nein. Boah, ich bin zu schnell. Ich bin auf jeden Fall zu schnell. Dann geben wir noch mal Gas, oder? Boah, ist auch ganz schön anstrengend für die Beine, muss ich sagen. Okay, 8 von 10 haben wir erreicht. Fail to medal, try again. Nein, next. Ich will euch ein bisschen was zeigen hier. Nicht immer das Gleiche. Stand in the center of the room. Ah, jetzt haben wir wirklich ein Rennen. Und die anderen springen auch ab. Los! Okay, oben, wir sind Zweiter von 4. Jetzt versuchen wir mal da rüber zu gehen, oder?
jetzt wird's aber hier. Okay, wir rauschen hier durch, oder? Boah! Das hat uns jetzt Zeit gekostet. Komm. Ich wollte eigentlich vorher springen schon. Erster oder zweiter? Hier steht zweiter, aber ich stand gerade erster noch. Erster Platz. Boah Leute, es ist sehr anstrengend und warm mit. Mit den Skiklamotten. Aber geil. Macht auf jeden Fall Bock. Stand in the center of the room. Ja. Was haben wir jetzt wieder? Oh, andere Map. Dann wünsche mir Glück. Gehen wir mal wirklich hier über den Berg. Wow. Na komm, komm, komm. Das müssen wir aber dann nach. So, wenn wir den kriegen wollen. Also ich bin noch nie Ski gefahren. Ich weiß nicht, wie realitätsgetreu das hier ist. Also vom Bewegungsablauf auf jeden Fall. Also dass ich so einen Berg nicht runterfahren könnte, ist mir definitiv klar. So, ich glaube, jetzt könnten wir echt ein bisschen besser abschneiden als eben. Von 10. New Gear. Silber. Silber ist okay. Kann man mit leben. Boah, das wird keine lange Aufnahme hier. Jetzt haben wir hier Race. Okay, los geht's. Geh mal hier mal eine Abkürzung. Okay. Ich glaube, das war nicht so geplant, oder? Oh ne, wir sind komplett weg von der Piste. Egal. Na komm. Also wir hätten auf der Piste bleiben sollen. Aber einen können wir vielleicht noch kriegen. Das geht in die Beine, in den Rücken, in die Arme. Puh. Style. Ich habe keine Ahnung, wie man irgendwelche Tricks ausübt. Ich habe mal irgendwas gelesen von wegen. Oh ja. Schöne Sprungschanze. Das sind mal Tricks, oder Leute? Hab ich's? Eisfläche oder? Das sieht mehr aus nach Wasser, oder? Aber gut.
Jo, 140 Meilen pro Stunde. Spring! Wir sind wenigstens diesmal nicht von der Dings abgekommen von der Strecke. Also Tricks machen ist jetzt nicht so mein Fall hier. Ich probiere aber gleich nochmal Snowboard, ob ich das besser hinkriege. Also müssen wir erstmal Next machen, bevor ich dann nochmal ins Menü kann. Okay, Race möchte ich jetzt nicht machen, ich möchte nochmal raus. So, machen wir mal Quick Race. Broadway. Machen wir erstmal Freestyle, Snowboard. Guck mal, jetzt haben wir hier schon sowas. Calibrate your weight, also your height. By standing up, facing forward and clicking calibrate. Okay, das passt ja auch gar nicht. Wir haben jetzt hier right or lefty. Ich glaube, das ist so, wie man auf dem Board steht, ne? Ich würde eher so auf dem Board stehen, anstatt, oder? Ne, so. So wäre eigentlich besser, right? Ja, ich bin Rechtshänder. Probieren wir einfach mal. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Okay. Boah, also ist noch schwerer irgendwie mit Snowboard. So, jetzt aber. Nee. Probier mal so zu fahren? Nee, so geht gar nicht. Dann bremst du direkt. Also ich denke, es wird hier mit Sicherheit Leute geben, die solche Spiele mögen. Also für mich ist es nichts. Ich habe jetzt keine Motion Sickness oder so. Aber irgendwie werde ich nicht so ganz warm mit dem Game, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde, es läuft echt, ja, suboptimal. Also ich habe das Gefühl, dass es nicht flüssig läuft. Und ja, wenn man das Gefühl hat, ist es halt nicht wirklich gut, ne? VR-Game muss flüssig laufen. Und Snowboard, ja, habe ich eben schon mal probiert. Gefiel mir nicht so wirklich gut. Jetzt kann man noch mal ganz kurz was probieren. Gibt es noch Explore? Coming soon, okay. Dawn Camp, Ingram Flats, 24 Medals to unlock. Okay, wir können hier verschiedene Sachen auch freischalten noch. Wir machen mal einen Quick Race einfach. So. Downhill Race, genau. Aber mit Ski, weil es mir einfach besser gefällt. Calibrate und los geht's. Machen wir noch ein letztes Rennen hier. Aber das funktioniert echt gut mit dem. So, jetzt will ich aber gewinnen hier. Okay,
Okay, wir bleiben bei unserer Speed. 143. Okay, jetzt haben wir irgendeinen Trick gemacht, was ich gar nicht machen wollte. Oh. Also mit der Grifftaste kann man dann halt irgendwelche Moves machen. Also die Geschwindigkeit kommt hier mega geil rüber, muss ich sagen. Ich will Erster werden. Okay, Erster. Boah, Leute, das ist so anstrengend. Also, es ist immer noch ein Early Access Titel. Wir sehen ja 0,85B. Also, die sind noch nicht so komplett fertig mit dem Game. Und es macht von der Steuerung her einen relativ guten Eindruck. Ich muss mir echt noch mal diese Tricks genauer anschauen. Das ist jetzt so ein, ja, man könnte sagen, fast First Impression Video. Ich habe es vorher mal eine halbe Stunde ein bisschen getestet, um mal so ein bisschen reinzukommen, auf jeden Fall mit den Skiern und ja, bis man da so Tricks machen kann und wie, was genau, da muss man halt ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Zeit investieren. Der ist ein bisschen, sieht irgendwie witzig aus, ne? Ja, Leute, ich würde gerne auch wissen, was ihr von dem Game hier haltet. Ist das was für euch? Sagt ihr, nee, ist auch nichts für mich. Also rein vom Spaßfaktor her, sage ich, man könnte hier mit Sicherheit Spaß haben. Multiplayer wäre natürlich noch cool. Aber ansonsten ist es auch ein cooles Workout, weil ich bin echt am Schwitzen. Natürlich ist es hier wegen den Klamotten auch. Aber ansonsten würde man hier auch genug Muskeln benutzen. Denn es geht in die Beinmuskulatur, weil man immer wieder in die Knie geht. Rücken wird beansprucht, Arme wird beansprucht. Also ist schon ein kleines Workout, muss man einfach sagen. Und ja, ich bin echt gespannt, in welche Richtung das Ganze hier noch geht, was es noch für Updates gibt. Und die müssen definitiv an der Performance arbeiten, denke ich, weil bei mir läuft es nicht so wirklich flüssig. Und das macht das Spielprinzip so oder das Spiel so ein bisschen kaputt. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Dazu noch die Glocke, ne? Dann bekommt ihr auch Push-Nachrichten auf eure App oder so. Also Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.